Warum Fridays for Future beim Friedensmarsch? Passt das überhaupt? Ja, tut es. Unsere Themen hängen direkt und untrennbar miteinander zusammen. Kriege sind für die betroffenen Menschen immer eine unfassbare Katastrophe, sowohl früher als auch heute. Wenn wir nicht jetzt handeln, drohen die Folgen einer starken Erderwärmung zu den Konflikt- und Flutursachen von morgen zu werden. Wir sagen, Klimapolitik ist auch Friedenspolitik. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen? Das wird nicht funktionieren. Der Krieg in der Ukraine muss nicht gewonnen werden, wie es Frau von der Leyen, die EU-Präsidentin, gerade in Kiew sagte. Er muss beendet werden. Es muss Schluss sein damit. Dafür geht die Friedensbewegung an Ostern auf die Straße. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr zusätzlich zu den 50 Milliarden jährlich. Wir fragen, gibt es da nicht nachhaltigere Zwecke, für die dieses Geld eingesetzt werden müsste, wie zum Beispiel den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder auch die Gesundheitsvorsorge? Wollt ihr die Friedensbewegung dabei unterstützen? Dann kommt am Karfreitag um 11 Uhr zum Ostermarsch. Der wird in Neumünster, Rutenberg in der Tizianstraße 9 starten und dann durch die Innenstadt zum Großflecken führen. Bis dann!